Herzlich willkommen bei diesem neuen Vlog. Es ist mal wieder schönes Wetter und wir wollen auch gleich noch eine Fahrradtour machen. Aber erstmal noch habe ich ein Geschenk für meinen Papa. Und einen Tipp sage ich dir, es ist im Trend oder war im Trend, ich weiß es noch nicht so. Ein Fidget Spinner. Nein, anders. Es gibt viele Trends. Ein Fidget Stick. Was soll das denn sein? Ich zeig's dir. Kennt das jemand? Öffne es mal, dann zeig ich dir, was man damit macht. Guck mal. Sieht man, glaube ich, hier nicht. Ja, dann was auch, muss man auf den Tisch machen. Ja, muss man auf den Tisch machen. Wir müssen die Kamera umstellen. Ich zeige jetzt, was man hiermit macht mit diesem Fidget Stick. Mein Papa möchte das ja auch wissen. Ich zeige ihm, also ich erkläre es jetzt mal. Das ging ja gar nicht. Warte, ich habe es falsch gemacht. Also da muss... Hä? Hier geht das nicht. Die anderen haben irgendwie so einen anderen Tisch. Keine Ahnung, hier fehlt das. Hier geht das nicht. Die anderen haben einen anderen Tisch? Und der muss eben so, soll er landen. Oder? Geht ja super. Aber er muss stehen, wenn er landet. Also er muss so dann stehen, dann hat man... Warum geht das hier so schlecht? Jetzt 20 nach 10 und wir haben uns jetzt hier im Bremer Bürgerpark ein Ruderboot gemietet. Nachdem wir den Einstieg erfolgreich geschafft haben, sind wir jetzt auf diesem komischen See hier, wo ich gar nicht... Ach, da wollte ich ja hin. Ja, und es ist wie jeden Tag, einer buckelt sich ab und zwei ruhen sich aus. Einer sitzt hinter mir, der sich ausruht, und die andere sitzt hinter der Kamera. Warum die Jungs mich mitgenommen haben, ob die erwarten, dass heute hier noch jemand ins Wasser fällt und ich so ein Kandidat dafür bin, aber... Erwarten nicht, wir hoffen drauf. Wir hoffen drauf, ja. Ich habe aber auch den Jungs was mitgenommen, von denen sie nichts wissen. Ein kleines Frühstück in Form von Waffeln. We'll be right back.
Matte und das ist ganz schön schwer. Aber man bekommt Muckis in die Arme, dann kommen die Mädels her. Auf jeden Fall richtig schöne Landschaft hier zu sehen. Also ich habe mich gerade auch nochmal hier kurz so mit dem Kopf ein bisschen hier auf die Jacke gelegt. Dann habe ich so nach oben geguckt und das war irgendwie richtig schön. Die Bäume kommen hier vorbei mit dem Himmel. Auf jeden Fall ziemlich Spaß. So, jetzt haben wir es eine knappe Stunde später und wir haben jetzt unseren Ausgangspunkt, wo wir das Boot abgeholt haben, gleich erreicht. Und da freuen wir uns gleich auf ein schönes Mittagessen. Also ich habe es mir jedenfalls verdient. Ich auch. Ja. Ah. Jetzt und wir sind beim Platzhirsch. Auf jeden Fall sind wir neulich immer hier. Wir sind jetzt immer beim Platzhirsch, irgendwie, wenn wir Radtour machen, weil es ist jetzt irgendwie immer das Ziel Blockland. Aber jetzt regnet es und ich hoffe, auf dem Rückweg werden wir nicht nass. Aber erstmal essen. Langweilig ein Wochenende zu haben ohne Regen, nachdem die ganze Woche das Wetter schön gewesen ist. Der Regen hat jetzt auch aufgehört und die Sonne scheint wieder, aber das kann sich auch wieder schnell ändern, meine ich. Und dann fahren wir jetzt mit dem Fahrrad zurück. So. John sagte eben, wir fahren zurück. Das stimmt, wir fahren. Unsere Fahrräder, die stehen da. Und hier kann man die sehen. Wir fahren mit dem Kettgar. Geht's hier wieder schön bergauf zur Autobahn. Und wie gefällt's dir? Ganz gut. Weißt du, mir fällt aber etwas auf bei diesen Catcuts. Wenn man das nämlich, dieses Zweier ist irgendwie viel anstrengender als das Einer. Das Einer, das ist einfach so leicht. Das habe ich nämlich am Anfang gefahren. Und das, man einfach durch Pferdekacken gerade gefahren. Und ich hab das so sehr gerochen. Und ja. Auf geht's, Walla. Auf der Autobahn. Juhu! Wer
geschafft länger haben wir ja schon einmal gemacht, als wir auf diesem Bierfest waren, für die, die diesen Vlog gesehen haben. Und da haben wir ja irgendwo dran gehangen, ja. Und wer am längsten hängen konnte, machen wir jetzt auch. Nur eben anders, im Schweinebaumeln oder ich weiß nicht, ob das Schweinebaumeln heißt das, genau. Ja. Wer am längsten schafft. Also, es geht gleich los und dann fangen wir beide rückwärts runter. Ja. Und mit Hände festhalten noch. Kann man sie aber loslassen auch später? Natürlich. Aber erstmal, und dann geht es los. So. Erstmal geht's jetzt runter. Achtung. So. Moment. So, bei 3. 1, 2, 3. Ey. Oh. Moment. Oh, meine Beine. Aua. Oh, Scheiße. Echt nicht? Oh. Du hast gewonnen. Das geht aber in die Beine, meine lieben Freunde. Die Sonne scheint, herrliches Wetter. Dieses Teil hier, dieser, wie heißt er nochmal? Keine Ahnung. Fidget Stick oder so. Ich sag ja auch zu Fidget Stick, kann man ja auch finden. Naja, irgendwie Extreme Teil ist für mich eigentlich eher ein kleiner Flop, denn ich habe schon so oft versucht. Es funktioniert nicht. Und es ist auch nicht so, dass es mich beruhigt, falls es beruhigen soll. Im Gegenteil, es regt mich eigentlich eher nur auf. Mich auch, was diese Lärm und dann noch, das ist eben, aber es ist ziemlich im Trend gewesen. Trotzdem, Dankeschön für das Geschenk. Wir freuen uns im Moment über 407 Abonnenten. Als wir begonnen haben, vor ungefähr einem Jahr, haben wir uns gar keine Zahlen überlegt gehabt, so genau. Und ja, eigentlich ganz gut, oder? Ja, ich finde, das ist schon eine Menge. Ja, gut. Wenn man jetzt mal denkt, wie viele Leute es sind, wenn die alle vor einem stehen. Ja, das stimmt. Und das war's jetzt auch mit dem Vlog. Wir würden uns natürlich sehr über ein paar Likes freuen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Genau.